Den werden wir uns jetzt nachgucken. Dann. Oh. Ja. Wartet. Ich habe zu doll gedrückt. Ja, die bleibt. Geht denn das auf? Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin Nika und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute gucken wir, ob sich der Inhalt von meinen 10, 9, auf jeden Fall von meinen vielen Beauty-Adventskalendern gelohnt hat. Ja, ich habe hier, wie gesagt, zwei große Kisten, wo der ganze Inhalt von den Adventskalendern drin ist. Den werden wir uns jetzt angucken. Und dann werde ich gleich mit euch durchsortieren, was ich behalte und was ich nicht behalte. Und dann schauen wir mal, welcher Haufen dann größer ist. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Okay, ich habe das Ganze jetzt nicht nach Kalender sortiert, sondern einfach so ein bisschen nach Kategorie, Gesicht und so. Aber ich habe es danach alles wieder in die Kiste geschmissen. Aber ich kann euch, glaube ich, sagen, aus welchem Kalender es denn jeweils ist. Ja. Also, fangen wir an. Das wird schon lang genug, das Video. Als erstes habe ich hier eine von Anaïque, eine Hydra Energizing Mask. So sieht die aus. Also eine Maske fürs Gesicht, richtig. Ich mag den Geruch nicht, deswegen bleibt das nicht bei mir. Dann haben wir hier, also das war aus dem Douglas-Kalender. Dann haben wir hier einmal aus dem, eine Tuchmaske von Today. Today ist die Eigenmarke von Penny und ich glaube auch von Rewe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, ich hatte ja einen Penny Adventskalender mit Kosmetik drin und da war die drin. Die bleibt auch auf jeden Fall, weil Tuchmasken mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier als nächstes wieder eine Maske, diesmal von Isana aus dem Kalender. Isana, genau. Die bleibt auch auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Masken mag ich sehr gerne. Da habe ich hier noch eine Maske von Nivea. Die ist aus dem Nivea-Kalender. Das sind zwei, also ja, zwei Anwendungen. Bleibt auch auf jeden Fall. Dann habe ich hier einmal von Nivea Q10 Power Anti Tiefe Falten Straffung. Was ist denn das? Achso, eine 10-Tage-Intensivkur. Also, ich habe zwar jetzt noch nicht so viele Falten, aber das finde ich trotzdem sehr gut und deswegen bleibt das auch. Dann habe ich hier einmal eine Nivea Q10 Power Antifalten Straffung Nachtpflege. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Auch mit 30 kann man schon mal anfangen, an sowas zu denken. Dann habe ich hier noch eine Maske von Nivea. Die Good Morning Fresh Skin. Die bleibt auch. Dann habe ich hier eine Maske Ultimate Skin. Ja, die bleibt auch auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Kalender die ist. Ich glaube, aus dem Douglas-Kalender. Die bleibt aber auch, weil Masken, ne, die sind ja so schnell auch wieder weg. Dann habe ich eine Starskin-Maske. Nein, warte. Doch, All-Day-Mask. Ja, die bleibt auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall bleibt die. Dann hatte ich einmal M.Eukal-Minis. Ich glaube, in den Penny-Kalender. Da ist nämlich nicht nur Kosmetik, sondern auch sowas mal drin. Da war auch ein Proteinriegel drin, den habe ich aber schon gegessen, der war gut. Die bleiben auch, weil die kann ich in meinen. Ich habe einen Behälter, wo so Hustenbonbons und sowas reinkommen. Dann habe ich hier einmal Anti-Age Cream for Dry Skin von Dr. Susanne von Schmiedeberg. So sieht es aus. Kann man das schon riechen? Nö, man kann da nichts durchriechen. Aber. Das sieht recht hochwertig aus. Ich glaube, das behalte ich auch. Also kleine Tigerchen kann man immer ganz gut aufbewahren. Dann habe ich hier einmal Nivea Man Creme. Also wie ihr wisst, bin ich nicht Man. Und mein Mann benutzt keinerlei Cremes. Deswegen kommt das auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier pflegendes Gesichtswasser von Isana. Das bleibt auch bei mir. Dann habe ich hier einen stinknormalen Labello. Der wird wegkommen, weil ich so viele noch habe und ich diese ganz normalen Labellos nicht so gern mag.
Dann habe ich hier einmal eine Creme, eine Gesichtspflegecreme, ja. Die sieht fast aus wie für Männer, oder? Oder ist das nur, weil die schwarz ist? Aber auf jeden Fall, die bleibt. Die war aus dem Douglas-Kalender. Dann haben wir hier einmal von Essence ein Minispiegel aus dem Essence-Adventskalender. Der kommt weg. Ich habe genug Minispiegel. Dann habe ich hier einmal glitzernde Körperlotion von Rossmann, ja. Von Isana dann bestimmt. Ja. Mit Mandelmilchextrakt bleibt auch. Das kann man immer ganz schön testen und so klein. Dann habe ich hier einmal Nivea Care. Das ist für Gesicht und Körper. Die bleibt auch. Nivea Cremes finde ich sehr gut. Dann habe ich hier einmal Under Eye Patches, glaube ich. Ja. Augenpads von Starskin bleibt auch auf jeden Fall. Isana. Habe ich hier eine Peel-Off-Maske. Das Ding ist, normalerweise mag ich Peel-Off-Masken nicht. Aber da steht Pfirsich drauf. Das triggert ja schon fast wieder, ne? Aber nein, ich mag Peel-Off-Masken nicht, deswegen bleibt die nicht bei mir. Dann haben wir hier einmal von Essence Belief, so ein kleines Kettchen. Brauche ich. Dann habe ich einmal Youth Shots Anti-Aging Cream. Das sind solche Mini-Dinger. Das war auch ein Douglas-Kalender. Das ist mir zu klein. Das ist schon wieder wie so Pröbchen. Das kommt weg. Dann habe ich einmal von Revival de Loop Nail Sticker. Ich habe Maniküre Nägel, also fällt das so flach. Das war halt in den Isana-Kalender. Dann habe ich nochmal Nail Sticker von Essence. Gleiches wie eben, kommt auch weg. So, dann habe ich Sticker von Essence. Die kommen auch weg. Dann habe ich eine Fußmaske. Ist aber eine. Ich werde mal meinen Mann fragen, ob er das möchte. Wenn er das möchte, dann bleibt es. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir hier nochmal einen Spiegel von Maybelline. Aus dem Maybelline-Kalender. Kommt weg. Dann habe ich hier einmal Bett- und Körperspray, auch von diesem Wellness Beauty von Rossmann. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich hier einmal Labello Rosy Nude Lips to Kiss Color Lip Balm. Der wird bleiben, der sieht für mich ganz interessant aus. Und ja, dann habe ich hier einmal Sensitivdusche von Frosch Granatapfel. Ja, das riecht sehr gut. Das bleibt da. Dann habe ich hier einmal Today Man Energy Kick mit Zitrusduft. Das wird bleiben, weil Duschgel benutzt mein Mann auch und die Kleinen nimmt er immer auf Reisen mit. Dann habe ich hier noch einmal Pflegedusche von Isana. Ist ja jetzt nicht mehr so viel drin. Das bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einmal Axe Eyes Chill. Das ist auch was für meinen Mann. Dann habe ich hier einmal Nivea Body Milk. Nivea mag ich sehr gerne, bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich einmal CD Feuchtigkeitsdusche. Riecht nach Wasserlilie. Ja, riecht gut, aber wie kriege ich das denn jetzt da wieder rein? So, dann habe ich hier noch einmal Nivea Soft. Da werde ich tatsächlich meinen Bruder fragen, ob er die haben will, weil der hat die immer in groß. Dann habe ich hier nochmal Isana Body Lotion, die passende zu der eben. Die mache ich jetzt lieber mal nicht auf, die bleibt aber. Dann Nivea Creme Soft Dusche bleibt auch. Dann haben wir hier einmal ein Duschpeeling von TTZ. Das wird auch auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich einmal Kneipp Badeperlen, stressfrei. Die bleiben auch. Dann habe ich hier zweimal Baby Lips. Dann haben wir hier nochmal von Essence Ring and Bracelet Tattoos. Ich bin zu alt für den Scheiß, kommt auch weg. Ich glaube, ich behalte den hier mit UV-Schutz und gebe den weg. Dann habe ich hier nochmal eine Starskin Lippenmaske, die bleibt auch. Dann habe ich hier eine kleine Badebombe von Essence, die bleibt. Dann habe ich einmal ein, wie heißt denn das? Ein Badezusatz von Dresdner Essence, der bleibt auch. Dann habe ich hier einmal ein Mini-Parfüm von Ariana Grande. Ich dachte jetzt, das riecht so weiblich, dann hätte ich es nämlich nicht behalten. Aber das riecht ganz gut, dann behalte ich das. Dann habe ich hier nochmal ein Badesalz von Alterra, also auch aus den Isana-Ding. Bleibt.
Dann habe ich hier einmal von Rossmann die Invisibubbles und einmal die Original Invisibubbles. Sie bleiben beide, weil die verliert man irgendwie ständig. Dann habe ich hier von meinen Lieblingshaarkuren die Swiss Opal, die ja nur unpraktisch sind, aber die behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier nochmal Duftöldusche mit Mandelblütenduft. Nein, das bleibt erstmal. So, dann haben wir hier, was haben wir hier? Haarspray. Haarspray habt ihr ja vielleicht in den Aufgebrauch gesehen, musste ich ja aussortieren, deswegen, und das ist eine kleine Größe, das ist perfekt für mich, deswegen bleibt das. Dann habe ich hier einmal eine Zahnbürste. Ich habe Zahnbürsten, ich habe Reisezahnbürsten, ich habe eine im Backup, die wird jetzt aussortiert. Dann haben wir hier einmal Shampoo von Nivea. Oh Gott, warte mal, das muss ich aussortieren, weil das ist Volumen und Kraft. Wisst Bescheid, nein, ich brauche kein Volumen und Kraft. Das muss aussortiert werden. Dann habe ich hier von Gliss ein Conditioner Total Repair. Das klingt schon besser für meine Haare, der bleibt. Dann habe ich hier, wartet mal ganz kurz, Volumenpflege-Haarspray. Warum habe ich das schon zweimal? Also, ich brauche es nur einmal, deswegen. Und es heißt Volumenpflege. Egal, es ist ein Haarspray. So, dann habe ich hier nochmal das Shampoo zu dem Pantene Pro V. Hatte ich das nicht eben? Nein, ich hatte Gliss, aber Pantene Pro V bleibt auch. Dann habe ich hier die stinknormale Nivea Creme. Die werde ich aussortieren, weil die benutze ich nicht. Dann habe ich hier nochmal Volumen und Kraft Pflegeshampoo. Das muss auch aussortiert werden, weil ich. Dann habe ich hier einmal Handcreme von Nivea. Finde ich gut, werde ich auch behalten. Dann habe ich einmal Micellenwasser von Nivea, werde ich auch behalten und ausprobieren. Dann habe ich hier einmal Listerin Mundspülung. Mein Mann benutzt sowas ja sehr gerne, deswegen wird das auch bleiben. Shampoo von Isana bleibt auch. Zwei Parfümproben. Nee, das ist mir zu doll. Das kommt weiter. Das ist übrigens von Mercedes-Benz. Aber naja. So, und dann habe ich hier noch von Anaïque. Nein, das ist mir auch zu intensiv. Das wird auch aussortiert. Das riecht mir alles zu weiblich. Dann habe ich hier nochmal einen Lippenpflegestift mit Honig. Der bleibt. Dann habe ich hier nochmal Face Care. Also die Dings hier dazu. Wie heißt denn das? Das zu der Maske, das die Creme, aber das sortiere ich aus, weil da gefiel mir ja eben der Geruch schon nicht. Die Spülung vom Isana Shampoo, vom Shampoo. Die Spülung behalte ich auch von Isana. Dann habe ich hier ein kleines Deo, das kann ich immer mal brauchen für einen Sport zum Beispiel, das bleibt auch. Augen-Make-up-Entferner ist meiner fast alle, deswegen passt das ganz gut. Dann habe ich hier noch eine Volume Jelly Mask. Voluminizing. Das muss ich aussortieren. Das ist für die Haare und das soll Volumen machen und ich habe genug Volumen, also muss das weg. So, hier ist nochmal die Nivea Creme, die sortiere ich auch aus. Habe ich ja eben schon was zu gesagt. Dann Antifalten Handcreme. Werde ich auch behalten. Rasierer. Wilkinson. Mein Mann mag kein Wilkinson, deswegen sortiere ich den aus. Dann haben wir hier Zahnpasta, Bio Repair. Ja, wir behalten die mal fürs Reisen. So, hier ist einmal von Today Man ein Rasierer. Den wollte er auf jeden Fall ausprobieren, deswegen lasse ich den mal. Lip Balm von NYX. Ich mag sowas nicht, deswegen sortiere ich das aus. Dann habe ich hier eine Fizzing Bath Cube, sprudelnde Badetablette, die wird bleiben. Habe ich hier von Isana eine Ampulle, Verwöhneffekt. Das werde ich auf jeden Fall, also die ganzen Ampullen werde ich behalten, weil ich Ampullen unbedingt mal testen will. Hier dann noch eine von Susanne Schmiedenberg, Lifting Power Serum. Habe ich hier nochmal von Isana, Manuka Honig. Dann habe ich hier einmal Energy Shower, das ist für Männer, das kann aber mein Mann auch behalten. An den Handcremes muss ich mal kurz riechen. Ich rieche nur die Parfüme.
die Handcremes bleiben erstmal, weil ich brauche halt immer mal Handcreme. Das scheint sehr gut zu riechen. Das ist eine normale Handseife, aber so eine Stückseife benutze ich aber nicht. Von Nivea Strawberry Milk, aber deswegen sortiere ich es aus. Dann habe ich hier nochmal ein Duschgel von Michalski. Das fand ich ganz gut vom Geruch. So, dann habe ich nochmal eine Handcreme von Isana. Die bleibt auch erstmal. Dann habe ich hier eine Zahncreme. Die sieht mir zu medizinisch aus. Die kommt weg. Dann habe ich hier von Essence solche Anhänger. Brauche ich nicht. Kommt auch weg. Achso, weg heißt übrigens nicht, dass ich es wegschmeiße, sonst kommt in die Verlosungsbox oder so. Dann habe ich hier einmal irgendwas Cream. Ja, werde ich mal ausprobieren. Das ist auch von diesen Anaïk. Dann kann ich auch mal was davon ausprobieren. Dann habe ich hier nochmal von NYX ein Lip Scrub. Brauche ich nicht, benutze ich nicht. Deswegen kommt das weg. Dann habe ich hier nochmal dasselbe Deo. Das bleibt. Dann habe ich hier Elmix Kinderzahnpasta. Ich bin kein Kind, ich habe kein Kind, deswegen kommt das weg. Dann habe ich hier eine kleine Kollagen-Drops. Die werde ich behalten. Dann habe ich hier nochmal noch eine Handcreme. Kann man ja nie genug kriegen. Dann habe ich hier Supreme Skin Gel Biatulin. Ich glaube, ich behalte es erstmal. Colgate Total, das behalten wir für Reisen. Dann habe ich hier noch eine Ampulle und zwar von Douglas Nutri Focus. Ja, wie auch immer. Bleibt. Und dann habe ich hier nochmal eine Kamillenblütenzahncreme. Das klingt sehr eklig, deswegen sortiere ich die auch aus. So, jetzt müsste es Richtung dekorative Kosmetik gehen, glaube ich. Und Nagellacke, ja. Also Nagellacke, wie ihr wisst, ich brauche die ja nur für meine Fußnägel, weil ich manikürte Nägel habe. Aber meine Arbeitskollegin freut sich immer sehr, weil die dann immer die kriegt, die ich nicht brauche. So, und dann haben wir hier die von Catrice. Ich hatte auch den Catrice-Kalender, die Spectra Light Effekt-Nägellacke. Die finde ich zwar auch sehr interessant, aber für die Fußnägel ist das, glaube ich, too much. Deswegen kriegt das meine Arbeitskollegin. Also beziehungsweise ich werde sie fragen, welchen sie davon haben will. Dann habe ich hier zweimal die Farbe oder fast dieselbe Farbe. Einmal von Trended Up und einmal von Essence. Ich werde den von Trended Up behalten, weil ich von Trended Up einfach noch keinen habe. Ich habe hier extra meine Nagellacke hergeholt, damit ich weiß, welche Farben ich habe. Und der kommt raus. Diese ganzen Glitzer-Dinger, die funktionieren nicht auf meinen Fußnägeln oder sehen halt einfach scheiße aus. Deswegen kann ich die alle schon mal wegsortieren. Das ist hier einmal von Maybelline, so einer mit Roségold. Dann einer von Catrice, ein silberner mit Glitzer. Dann ein goldener mit Glitzer. Denn hier Nagelöle und was auch immer. Hier ist ein Nagelöl von Revive de Loop, kann weg. Super Strong Nail Hardener von Trending Up kann weg. Dann habe ich hier ein richtig kräftiges Rot. Ich gucke mal eben, ob ich so eine Farbe schon habe. Ist schon ziemlich ähnlich, ne? Also kommt der weg. So, dann ist hier ein hübsches Braun. Ein hübsches bräunliches. Wenn ich so eine Farbe noch nicht habe, würde ich die behalten. Und die habe ich auch noch nicht. Deswegen kommt der in meine Sammlung. Ich sehe gerade, das war nicht in den Kalender drin, aber die sind, nee, die sind nicht ähnlich. Aber der gefällt mir trotzdem nicht so. Deswegen sortiere ich den auch aus und der bleibt. So. Dann habe ich hier zwei, die ähnlich sind. Die kommen, helle Sachen kommen irgendwie auf den Fußnägeln nie so gut rüber, habe ich festgestellt. Da haben wir hier einmal den von Catrice, der wird aussortiert. Und den hier von Trended Up, den sortiere ich auch aus. Dann ist hier wieder ein Spectra Light. Ja, geht an meine Arbeitskollegin. Dann habe ich hier ein Topcoat, kann auch weg. Hier ist wieder was mit Glitzer, habe ich ja schon was gesagt. Irgendwie diese ganzen Glitzer-Dinger funktionieren nicht so gut.
Dann habe ich hier einmal so ein lila, ein dunkles Lila habe ich aber schon. Dann habe ich hier, das ist eigentlich ganz schön. Ich habe hier was von P2, ist das ähnlich? Na schon, ne? Dann kommt der weg. Dann habe ich hier ein Nude mit Glitzer drin. Wie gesagt, hell finde ich auf Fußnägeln nicht schön. Habe ich hier ein sehr, sehr dolles Rot, aber das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und das habe ich auch noch nicht, deswegen kommt das zu meiner Sammlung. Dann habe ich hier so ein helllila Fliederton. Den finde ich auch sehr gut, den werde ich auch hier behalten. Und dann habe ich noch ein Rot mit Glitzer. Den werde ich erstmal behalten. Dann habe ich hier noch so ein Dunkelrot, das kommt raus. Dann habe ich hier so einen Braun. Ich behalte ihn erstmal. So, dann habe ich hier ein schlichtes Rot, das kommt weg, weil habe ich schon. Und dann kommt hier so ein helles, das kommt auch weg. Ein Hellglitzer kommt weg. Dann habe ich hier nochmal ein Rotglitzer, kommt weg. Dann habe ich hier so ein Puffelding, das kann auch weg, weil ich habe gerade ein neues. Und so viele braucht man dann doch nicht. Dann habe ich hier eine Kosmetiktasche von Maybelline. Ich habe sehr, sehr viele Kosmetiktaschen, deswegen kommt die weg. Dann ist hier ein Waschlappen. Ich brauche keinen Waschlappen. Diese Schlafmaske behalte ich erstmal, aber nur, weil ich die süß finde. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Q-Tips kann man immer mal brauchen. Nagellackentferner kann man auch immer mal brauchen. Dann habe ich hier so einen Peeling-Schwamm. Kann weg. Ein Silikonschwamm, halte ich nichts von. Hier so Mini-Nagelfeilen brauche ich nicht. Dann habe ich hier NYX Line and Load 2-in-1 Lippy. Das ist so ein Liner und so ein Lipstick. In so einer dunklen Farbe. Ja, ich werde es mir mal angucken. Es bleibt auf jeden Fall erstmal. Dann habe ich hier NYX Love You So Macho Mochi, Mochi, wie auch immer, Highlighter-Palette. Das tut mir jetzt echt weh, aber sie kommt weg. Ich habe so viele Highlighter-Paletten und ich drücke mich jetzt schon davor, meine Highlighter-Paletten auszusortieren, was ich aber tun muss. Also, ja. Denn Essence Oil Control Paper benutze ich nicht sowas, kann weg. Dann habe ich hier einen NYX Pinsel. Den werde ich erstmal behalten. Dann habe ich hier noch einen Pinsel von Catrice. Ich kann nie genug Pinsel haben. Bleibt 10 Trenner habe ich. Nagelfeile brauche ich nicht. Single Eyeshadow von Trended Up. Finde ich ganz cool, die Farbe. Bleibt auf jeden Fall erstmal. City Bronzer von Maybelline bleibt. Nagelfeile geht weg. Dann habe ich hier einen Lipstick von Maybelline. Und der sieht von der Farbe her ganz interessant aus, deswegen der bleibt. Dann habe ich hier eine Palette von Catrice. Die Instant Eyeshadow Palette Glam. Ist nicht meins, kommt weg. Dann habe ich hier Master Camo von Maybelline, eine Concealer Palette. Sowas benutze ich auch nicht, kommt weg. Dann habe ich Away wie vor allen Dingen. Away We Glow Liquid Highlighter. Rose Quartz. Ich benutze keine Liquid Highlighter, demnach kommt der auch weg. Dann haben wir hier eine Ultra Matte Lip Cream von Trended Up. Die Farbe gefällt mir ganz gut, die bleibt. Dann haben wir hier Lash Foundation Base. Trended Up, also so eine Mascara Base, benutze ich ja, wisst ihr, demnach bleibt das. Nagelfeilen kommen weg. Den werde ich mal ausprobieren. Das ist ein Beauty-Schwamm von Nivea. Diese Catrice Wimpern werde ich auch behalten. Die benutze ich für Kunden dann. Dann habe ich hier einen bläulichen Concealer von NYX. Weiß jetzt gerade nicht mehr, wogegen Blau war. Aber ich habe da so eine Corrector-Palette, deswegen brauche ich das nicht. Dann habe ich hier ein NYX Candy Slick in der Farbe Cream B, die bleibt. Dann habe ich hier ein Maybelline Blush. Ich sehe jetzt schon, hier auch, er ist mir zu hell.
Also muss ich leider gleich aussortieren. Dann habe ich einen Velvet Sense Lipstick Pan von Trended Up, der bleibt. Dann habe ich einen NYX Liquid Suede Metallic Matt. Ich mag die Liquid Suedes, deswegen bleibt der. Dann Cosmic Metals Lip Cream. Auch erstmal. Dann habe ich ein Filler Instinct Plumping Lip Polish von NYX. Bleibt auch. Catrice Highlighter. Nie im Leben geht ein Highlighter, also ich bitte euch, sagte sie, nachdem sie die Highlighter-Palette aussortierte. Ein Slide on, Glide on, Stay on, Definitely, Tour on, Waterproof, oh Gott, Extreme Color Lip Liner. Lip Liner bleibt. Dann habe ich hier einen NYX Lingerie. Ich mag die Lingerie-Formulierung nicht, deswegen kommt der gleich weg. Dann habe ich hier ein Glow Gloss. Normalerweise stehe ich nicht auf Gloss, aber manchmal brauche ich es für manche Make-up-Tutorials, deswegen bleibt der. Dann habe ich hier, ja, das bleibt, das ist ein Lip Liner. Dann habe ich hier von Catrice, ich weiß es nicht, die Farbe ist eigentlich relativ, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist relativ neutral, deswegen werde ich die behalten. Ein Primer von Maybelline bleibt. Dieses kleine Brow, ach, das ist ein Brow Palette. Nee, aber ich benutze kein Brow Puder, deswegen kommt das weg. Dann habe ich hier ein Wonder Pencil von NYX. So ein Concealer Pencil. Brauche ich nicht. Dann habe ich hier Light Spectrum Strobing Brick von Catrice. Brauche ich nicht. Dann habe ich hier von Essence eine kleine niedliche Lidschattenpalette. Ich habe aber ganz viele und auch in diesen Tönen, deswegen kommt die weg. Dann habe ich hier den Matte Maker von Maybelline, der bleibt. Dann habe ich hier einen Highlighter von Essence, der bleibt. Dann habe ich hier einen Mono-Lidschatten von Maybelline, der bleibt auch. Dann habe ich hier Liquid Lip Powder, mag ich nicht, von Catrice. Kommt auch weg. Dann habe ich hier Gloss Infusion Lipstick von Trended Up. In so einem Rot. Ich habe aber schon rote, deswegen kommt der weg. Hier habe ich nochmal einen von Maybelline. Den finde ich gut von der Farbe, der bleibt. Hier habe ich wieder ein Rot, das fliegt. Weil ich habe sowohl einen matten roten als auch einen glänzenden roten und mehr brauche ich einfach nicht. Mascara, Mascara, Mascara. Ich habe so viele Mascaren hier drin. Also auf jeden Fall kann ich hier die NYX Worth the Hype schon aussortieren, weil die mochte ich nicht. Genauso wie die The Fall. Nee. Hier, die Lash Sensational kann ich auch aussortieren. Die fand ich auch nicht gut. Jetzt habe ich hier noch Essence, Trended Up. Was ist das? Douglas. Die behalte ich erstmal alle, die mache ich aber noch nicht auf. Dann ein Soft Matte Lip Cream von NYX werde ich behalten. Augenbrauenstift von Essence in Blond. Also nein, Blond ist zu blond. Ein Lip Pencil werde ich erstmal behalten. Dann ein Glowdoscope Highlighter Palette finde ich, das sind Creme. Mag ich nicht. Dann habe ich hier ein Inner Eyeliner, also ein Kajalstift in Schwarz und hier nochmal in Schwarz. Werde ich behalten, weil braucht man ja öfter mal. Dann habe ich hier ein Single Eyeshadow von NYX. Die Farbe finde ich sehr interessant, die bleibt. Dann habe ich hier noch ein Lip Pencil, bleibt auch. Dann habe ich hier ein Shiny Lipstick. Der sieht ganz gut aus von der Farbe, der bleibt auch. Dann habe ich hier von den Rock Couture ein. Da muss ich gucken, ob ich den schon habe. Wenn ich den noch nicht habe, dann bleibt der. Dann Illuminating Puder. Soll das jetzt ein Highlighter sein oder soll das jetzt ein Puder sein? Ich weiß es nicht, aber es bleibt erstmal. Dann habe ich hier Glitter Gold in so ein Pink-Lila. Bleibt. Total Temptation. Habe ich noch nicht ausprobiert, die Mascara, deswegen bleibt die erstmal. Das ist ein Lipstick Pen, der ist aber rot, der kommt weg. Roten Lip Liner hatte ich doch eben schon. Ich finde die von Trended Up besser, deswegen sortiere ich jetzt doch nochmal den von Catrice aus. Dann haben wir hier ein Color Changing Lipstick, halte ich nichts von. Das ist glaube ich von Essence. Sortiere ich aus.
Dann haben wir hier ein Lip Liner von NYX Suede, bleibt auf. Dann haben wir hier NYX Suede in so einem Dunkelgrau, bleibt erstmal. Dann habe ich hier ein Position Concealer, HD Liquid Coverage, Light Beige. Den werde ich mal ausprobieren. Anspitzer bleibt. Dann haben wir hier einen Kajalstift in Teddy. Ist die Farbe also braun? Ich glaube, habe ich noch nicht. Bleibt deshalb. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift nochmal von Maybelline in der Farbe Soft Brown. Ich muss die Farbe gucken. Wenn die passt, dann behalte ich den. Dann habe ich hier nochmal von Catrice nochmal einen Lip Pencil in so einem Nudigarn. Behalte ich. Dann habe ich Slip Tease Lip Lacquer. Werde ich erstmal behalten. Dann habe ich hier ein Metallic-Kajal. Behalte ich auch erstmal. Dann NYX hier Glitzer bleibt. NYX Soft Metal Dings da Lip Cream bleibt. Roter Lipstick geht von Trended Up. Intense Color Eyeliner Waterproof von Trended Up. Den fand ich sehr gut letztes Mal. Und da hatte ich den in Grau und jetzt in Braun. Deswegen bleibt er auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen Metallic Eyeliner. Werde ich auch erstmal behalten. Dann habe ich hier den Augenbrauenstift von Trended Up. Den fand ich nicht gut. Den sortiere ich gleich wieder aus. Dann habe ich hier ein Lip Pencil von Essence. Ich muss, wie gesagt, meine Lip Pencils mal aussortieren, weil ich muss gucken, welche Farben ich doppelt habe und so. NYX Lip Oil benutze ich nicht. Sortiere ich aus. Dann habe ich hier Catrice Liquid Matte Cream Eyeshadow. Mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier noch einen Pinsel von NYX. Der bleibt auch. Dann habe ich hier von Douglas ein Lip Liner, werde ich auch erstmal behalten. Da habe ich von Catrice das Bananapuder. Wenn mir das nicht zu dunkel ist, werde ich das behalten. Ein Primer von Maybelline. Mein Lieblings-Eyeliner von Maybelline. Bleibt. Der ist hier eine Mini Soft Matte Lip Cream. Die werde ich aussortieren. Velvet Matte Lipstick. Nein, der ist wieder rot, der wird aussortiert. Was bist du für eine Farbe? Charming Fairy Light Glow. Nein. Wird aussortiert. Und hier habe ich nochmal ein Glitzer. So, das war's soweit. Ich räume das mal kurz in die Kisten zurück, damit ihr seht, wie viel ist. Also, das ist die Kiste mit den Dingen, die ich behalten werde. Das ist auf jeden Fall die Kiste. Und das ist die Kiste mit den Dingen, die ich aussortiere. Und beide Kisten waren voll. Also, ich behalte schon mehr, als dass ich aussortiere. Aber ich sortiere auch viel aus. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich einfach sehr viel habe. Und ja. Genau. Aber das hier behalte ich auf jeden Fall alles. Das hier kommt in Verlosungskisten oder wo auch immer. Bei denen bin ich mir noch etwas unsicher, da werde ich noch fragen. Und die Nagellacke habe ich da schon mit reinsortiert, die ich behalten möchte. Das war der Inhalt von meinen. So, neun hatte ich. Neun Beauty-Adventskalender hatte ich, ja. Frage ist, hat sich das gelohnt? Also einige ja, einige nein. Also es ist halt. So vom Essenskalender habe ich sehr viel aussortiert, jetzt im Nachhinein von Catrice auch. Da glaube ich nicht, dass sich das so lohnt. Trended Up hatte sehr, sehr viele Nagellacke. Ist natürlich für mich eher unpraktisch, aber den habe ich geschenkt bekommen. Ja, und die anderen habe ich ja auch eher geschenkt bekommen. Demnach fand ich es jetzt nicht schlimm. Aber würde ich mir wieder so viele holen? Ich glaube schon. Einfach nur für den Kick und für den Augenblick. Nein, ich glaube schon, dass ich mir trotzdem wieder so viele holen würde. Aber ob sich das lohnt, ja, preislich auf jeden Fall. Nur vielleicht für Leute, die noch nicht so viel besitzen wie ich, da lohnt sich das vielleicht eher. Gut, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Dann könnt ihr euch hier zwei weitere Videos auf meinem Kanal angucken. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.